und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal zu einer neuen Spielvorstellung. Ja, heute habe ich euch Pool Cleaning Simulator mitgebracht. Erstmal vorab vielen Dank für die Bereitstellung dieses Keys, damit ich euch vorab das Spiel schon mal vorstellen kann, was am 7. September in Early Access starten soll. So sind zumindest die letzten Informationen. Das hat sich ja schon mal verschoben um einige Tage. Aktueller Stand, wie gesagt, 7.9. soll das Ganze in Early Access starten. So, ich würde mit euch jetzt einfach mal das erste Level oder das Tutorial spielen. Ja? Starten wir einfach mal hier ein Spiel. Wir dürften, glaube ich, auf Weiterspielen gehen. Das müsste funktionieren. Genau. So. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier das Tutorial. So, dazu benötigen wir erstmal die Sachen, die hier sind. Die müssen wir uns im Inventar erstmal reinladen. Ansonsten funktioniert das ganze Spiel dann nicht. So, das ist das, was wir alles benötigen. So, genau. Alles, genau, jetzt haben wir alles im grünen Bereich. Und jetzt können wir die Einzelheiten abrufen. So. Tommy der Kunde, hallo, ich würde mich gern über die Leistung Ihres Unternehmens erkundigen. Der Frühling steht vor der Tür und mein Pool ist vom Winter noch ungereinigt. Ich benötige eine vollständige Algenentfernung und Wasserdesinfektion mit Chlor. Chlortabletten, Schwimmer und Wasserkontrollsystem befinden sich in meinem Schuppen neben dem Pool. Oh, und wenn Sie etwas Freizeit haben, möchte ich, dass Sie noch eine Kleinigkeit erledigen. Sehen Sie, ich bin ein großer Fan von Quietscheentchen. Leider haben meine Kinder einige meiner besten Badenenten aus meiner Sammlung verloren. Wenn Sie welche im Garten sehen, legen Sie sie einfach in den Korb und ich gebe Ihnen etwas extra, wenn Sie alle finden. Hochachtungsvoll, Tommy Quacker. So sieht's aus. So, das ist also unsere Aufgabe, ja, den Pool zu reinigen und die 15 Quietscheentchen zu sammeln. So, gut, das ist der Trinkraum 1 von 3, okay. Gucken wir mal. So, dann starten wir das Ganze mal. Leeren Sie den Pool. So. Werden wir uns mal Richtung Pool erstmal begeben. So. Wir gucken, hier haben wir schon die ersten Quietscheentchen. Ich würde sagen, die Quietscheentchen, ja, die können wir mit reinnehmen. Ist so toll, aber vielleicht mache ich auch diesbezüglich einfach noch ein extra Bonus-Video dazu, wo ich euch einfach die Quietscheentchen alle zeige. Oma sie findet. So, wir wollen erstmal das Wasser ablassen vom Pool. So, das tätigen wir hiermit. So, dann geht das Ganze ab. So, um die Reinigung zu beginnen, müssen Sie den Schwamm aus dem Van holen. Machen wir. So, dann einmal hier Schwamm wählen. So, dann können wir hier schon mal den Pool schon mal reinigen. So, Schwamm ist ein Reinigungswerkzeug. Verwenden Sie daher über eine schmutzige Oberfläche, um sie zu reinigen. Also, ja. Ja. Dann erstmal schön alles sauber. So, mit E können wir es wieder fallen lassen und dann nehmen wir uns erstmal hier die Ente aus dem Pool und hier in die Kiste rein. So, aber wie gesagt, ich werde dafür für euch ein extra Video machen, ein Bonus-Video sozusagen, wo ich euch einfach nochmal die allen Enten Plätze zeige, wo man sie dann einzeln dann finden kann. Wir hören uns jetzt einfach nur erstmal in dem Video hier, in dem Tutorial und mit dem eigentlichen
Aufgaben beschäftigen, und zwar mit der Poolreinigung. So. So, ein bisschen mit dem Schwamm, ein bisschen hier. Ja. So, nicht fallen lassen, das gute Stück. So, mit E wieder aufnehmen. So. Ja. Ja. Oh, mit dem Schwamm kommen wir schön auf jeden Fall die Oberflächen. Die Poolkanten auf jeden Fall ordentlich machen. So, tja. So. Oh, einmal um die Umrandung. So. Ja, so. So, zack. So. So, haben wir noch was? Machen wir hier noch ein bisschen. Tja. Ja. Stufe. Das Bild zu blank machen. Ja. Ja. Alles voller Algen. Hat sich ja mit dem Schwamm lang rennen. Links und rechts. Ja. Na gut, 30% haben wir schon von unserer Aufgabe erfüllt. Ja. Ja, da glänzt der Pool doch schon fast. Ja.
Ja, aber wir können das auch Ganze auch ein bisschen beschleunigen. Wir können uns auch den Kercher nehmen. Ja. Wir können auch das Ganze mit dem Kercher auf jeden Fall hier noch ein bisschen reinigen. So. Den Rest noch sozusagen hier auf jeden Fall schönern. So. Klein restlichen Ecken und Kanten. Noch ein bisschen mehr. Jetzt wo sich wieder noch eine kleine grüne Ecke versteckt hier. Mensch, das Ding glänzt doch schon. Wo fehlt denn hier noch was? Na, nicht. Warte. Angriff. So. Reinigung ist aber noch nicht abgeschlossen. Ja. Erster Meinung, wir haben noch irgendwo was vergessen, obwohl das doch eigentlich die letzte Balanke aussieht. Ich fand hier wieder. Ja, mal gucken, ob irgendwo wird hier noch eine kleine Ecke sein. Wo das System sagt, nee, wir sind noch nicht durch. Das ist vielleicht ein Ticken zu genau. Er hat ja noch nicht die Reinigung abgesegnet. So. Nur noch ein Grünspan. Merkwürdig, oder? Das ist schon echt merkwürdig. Das ist alles eigentlich sauber. So. Steht vielleicht noch irgendwo in der Ecke? Vergessen haben. Das ist echt putzig. So, lass uns mal einen Schwamm holen. So, dann können wir es hier ablegen. Legen wir nochmal den Schwamm. So, schnappen wir uns das gute Stück nochmal. Vielleicht noch Trockenbienen, ich habe keine Ahnung. Also, das ist schon echt erstaunlich. Ja. Das ist eine Pfütze. Ich bin nicht völlig weg. So. Ich habe irgendwo noch einen kleinen Rest.
Das Spiel nimmt es wieder echt ganz genau, weil wir werden sie ja gar nicht mehr. So. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wie gesagt, es startet ja erst in Early Access, ne? Also. Wird wohl hin und wieder noch ein bisschen. Noch einen Feinschliff geben. Ne? Also, wie gesagt, für mich ist der Pool jetzt schon sauber. Also. Nur das Spiel ist dann nicht der Meinung, dass wir fertig sind. So. Die da, wer weiß, hat sie wieder mal irgendwo Marmol noch ein Krümel, ja. Aber wie gesagt, es ist, wird im Early Access starten. Daher, ich denke mal, da kommt noch ein Feinschliff drauf, der das Ganze dann beheben wird. So. Dann packen wir das erstmal hier wieder ein, beziehungsweise machen wir erstmal hier das Wasser rein. Ja. Füllen das Ganze schon mal auf. So. Räumen unser Klumpe mal auf hier. So, dann brauchen wir natürlich das Chlor. Die Tabletten. So. Die füllen wir hier rein. So. Kann man den Rest auch schon wieder zurückbringen. So. Ja, haben wir alles soweit? Nee, alles gut. So. So, füllen Sie den Pool, der läuft noch durch. Ja, wie ihr gesehen habt, wie gesagt, ich denke mal, das wird hier noch alles. Wie gesagt, startet am 7.9. in Early Access. Daher können auch hier und da auf jeden Fall noch Fehler auftreten. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch überarbeitet, dass es nicht ganz so kleinlich ist, dass da irgendwo noch Müll, Schmutz ist. Und da ist das System sagt, nicht gehabt. Solange du das Müll nicht findest, werden wir dir das nicht freigeben für die nächste Aktion. So, der Pool ist voll, würde ich sagen. Also geht durch. Genau, füllen wir den Pool. Und dann müssen wir noch den Schwimmer reinlegen. Und dann haben wir, hätten wir schon die Hauptaufgabe auf jeden Fall erfüllt. So. Tada. Sieht gut aus. Wasser ist voll. So, Schwimmer in den Pool legen. Dann nehmen wir ihn. So. Und dann das Ganze hier. Super. Ich sage, haben wir die Arbeit abgeschlossen. So, wenn Sie mit dann allen fertig sind und alle Ihre Sachen zurück haben, schauen Sie mit in den Tab in Ihre E-Mail. Jawohl. So, dann gehen wir in Tabulator-Taste. So. Guten Morgen. So. Vollständig. So sieht's aus. Belohnung, okay. Ja. Einen Zusatz haben wir natürlich nicht. Den Zusatz, wie gesagt, mache ich euch in einem weiteren Video. Und ja. Ich danke erstmal hier fürs Dabeisein, fürs Zusehen. So, das war erstmal das Tutorial. Die Enten liefere ich nach. Das wird ein kleines Video separat geben, um euch zu zeigen, wo eigentlich die ganzen Enten versteckt sind. Ja, so als kleines Bonus werde ich nachreichen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, beziehungsweise kommentiert gerne mal in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet. Ich finde es gar nicht mal so schlecht.
Wie gesagt, es startet in Early Access. Ich bin gespannt, wie es weiter sich entwickelt, das Ganze. Und ich sage dann erstmal bye bye, bis zum nächsten Mal, Flokasi.